Hallöchen, meine lieben Mitfarmer. Willkommen zurück zu Story of Season. So, wir sind jetzt dabei, unsere Geschenke zu verteilen und herauszufinden, wer denn überhaupt Carter ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, wer Carter ist. Wir haben in der letzten Folge uns die ersten Tiere schon falsch gesagt, sondern die ersten großen Zuchttiere gekauft. Wir haben uns eine Kuh gekauft namens Mushun und ein Schaf namens Muffin. Erstmal hier, dein Apfel. Ups. Wir machen gerade unsere typische, unsere alltägliche Geschenkerunde. Ja. Bist du Carter? Nee, du bist Duke. Carter. Moin. Bitteschön. Heute immer noch in der geschwollenen Zäpfchen-Edition hier. Ich hatte in der letzten Folge schon erwähnt gehabt, dass mein Zäpfchen so ein bisschen angeschwollen ist. Also das hinten im Rachen. Ich weiß nicht warum. Und deswegen hier so ein paar komische... Was? 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 Was soll das denn bedeuten? Hä? Was es eben bedeutet? Nein, also lag ich die ganze Zeit falsch. Fakten sind Fakten. Bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Oh, Adam, was ist denn los? Du hast unsere Stimme im Wartezimmer gehört. Oh, das tut mir leid. Also die Wahrheit ist, dass wir gerade etwas sehr Wichtiges über Jeffs Körper erfahren haben. Hm? Ja, anscheinend habe ich eine andere Blutgruppe, als ich dachte. Und ich war mir die ganze Zeit so sicher. Es tut mir sehr leid, davon muss ein Fehler passiert sein. Und ich dachte, dass die ganzen Vorhersagen basierend auf Blutgruppen ins Schwarze getroffen haben. Ich lag so falsch. Was? Muss ich den Sinn verstehen? Der ist deprimiert, weil er eine andere Blutgruppe hatte, als er bisher gedacht hat. Und deswegen ist er so mega depri. Hä? Da ist Carter. Ha, Moment. Bitteschön. Flasche Altarwein. Vielen Dank, ich bin entzückt. Du hast heute Geburtstag vom... Warte, oh, Arsch. Hä? Wie kann man so down sein deswegen? Also ich würde es verstehen, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, seine Tochter dann plötzlich eine andere Blutgruppe hat als er. Vor allem muss ihm das nicht spanisch vorgekommen sein. Ich meine, er muss auch wissen, was die Blutgruppe seiner Tochter ist. Wenn er nur eine andere hatte als die seiner Tochter, dann hätte ich mir ja schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wisst ihr? Das hier ist schon weird irgendwie. So. Nein. So. Dann gehen wir mal unsere Tierchen besuchen, ne? Unsere neuen Tiere. Hi. Da sind sie. Mäh. Eigentlich wollte ich die Bürste haben. Mäh. So. Ich weiß nicht, aber die futtern... Ja, okay, wir haben aber zu wenig Gras, dass das irgendwie selbst alleine von alleine futtern. So. Hier unser Afro-Schaf. Hi. Das hört sich aber gruselig an. So. Dann sollte ich mir vielleicht mal noch die anderen Werkzeuge reinholen. Da. Und die Angel. Deine großen Liebe. Deine Gefühle gestehen. Ah, ach ja, stimmt ja. Ich bezweifle jetzt mal ganz stark, dass wir die schon scheren und melken können. Das wäre ein bisschen seltsam. Doch, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, du bist ja noch ein Kalb. Guck mal, ich habe einen Popelwolle bekommen. Ein Popelwolle. Wow.
Die kann ich auch zur Not rausholen, damit ich sie nicht füttern muss. Kann ich aber machen, ist ja nicht das Schlimme. So, ziehe ich mir ein bisschen was an Stoff rein. Ich glaube, ja, komm, wir ziehen uns jetzt den Stoff rein hier. So, dann können wir den Kram hier noch ein bisschen abpacken. Mach das. So. Kram hier so ein bisschen abpacken. Zack. Plopp. So. So. So, bevor du hier wieder abhaust. Zack. Hallo? Ich bin doch gerade darüber gesprungen. Hä? Also manchmal. Pops. Und zack. Oh, das war ein bisschen unkrautinisiert. Schmeißen dann unsere Sachen hier rein. Haben wir eigentlich noch Blumen? Ja, ne, oder? Ja, ich wollte sagen. Meine werden nämlich langsam ein bisschen klar, ein bisschen wenig. Ah, mein Auge juckt. 5000, ey, what the fuck, ey. Nee, ich beschwöre mich nicht. Geld ist Geld, Leute. So, heute ist das Flauschfest. Das Flauschfest. Ich habe jetzt ein Schaf. Darf ich mitmachen? Ich habe ein Schaf. Den Kram können wir ja nicht verkaufen heute wieder, weil durch das Fest ist es heute uns nicht gegönnt. Hallo. Hallo? Nimm doch den Honig da. Danke. So. Also wegen des Festes dürfen wir heute keine Geschenke verteilen. So. So. Wusch. Ja gut. Die sind schon wieder reif. Alter, die sind aber schnell. So. Ja, wo ist das Flauschfest? Wir müssen mal gucken, wie ich das mache hier. Oh, warte mal. So, holen wir unsere Tiere mal raus. Könnt ihr so ein bisschen rumlaufen? Und vielleicht solltet ihr mal überlegen, wieder ein bisschen Gras zu kaufen. Also gerade diese Grassaat. Zack. Einfach um unseren Tierchen ein bisschen Grasfläche zum Futtern zu bieten. So. Zack. So. Also müssen wir den Rest heute nach dem Fest machen. Zack. So. Ich gehe gleich hin. Ich werde jetzt nur kurz unsere Tierchen ein bisschen lieb haben. Ich frag mich ja, wann Mushu groß genug ist zum Dingsen. Zum Melken.
Dum, 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 da, da, dum. Tap, 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 so. Alpaka. Was ist das denn? Was? Wie war das? Was? Das Geräusch! Das Geräusch. Was waren denn für Geräusche? Außerirdisches Alpaka. Weißt du, dieses Häschen macht das hier. Das Alpaka macht so. Hauptsache das Schaf. Nee, es ist. Mhm. Von mir aus. What the fuck? Ja, ja. Ich frag gar nicht erst, ey, was das für Geräusche sind, ey. Also Gott, das ist ja schon der nächste Tag. Jetzt war recht, aber Fuchs teufelswild geworden, ey. So, hier. Wie? Dieses außerirdische Alpaka, ey. Oh, ich habe mit euch auch gar nicht geredet, ne? Das tut mir leicht leid. So. Alle mal ein bisschen lieb haben hier. So. So, dann die Eier verkaufen. Und ein bisschen extra Geld. Ah. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird darauf hinauslaufen, dass wir definitiv auch Dings kaufen müssen. Holz und Steine. So, warte mal. Tasche. Kann ich die damit auch füttern? Warte mal. Alter, müsst ihr immer zwischen diesen Dingern rumlaufen. Ne, die scheinen auch selbst zu fressen. Das ist gut. Die scheinen hier tatsächlich auch selbst zu fressen. Das gefällt mir. So, dann würde ich mal sagen, dass wir dann mal schlafen gehen. Das Kaninchen, also das Geräusch von diesem Kaninchen, ne? Das hat mich irgendwie an einen Gegner aus irgendeinem Spiel erinnert. Das ist so strange. So. Morgen hat Anna Geburtstag. Merken. Dann hat Rick Geburtstag und dann haben wir Kürbiskirmes. Kürbiskirmes. Wir haben gar keine Kürbissaat, ne? Fiel mir jetzt so ein. Ich habe gar keine Kürbissaat. Das ist schockierend. Ich meine, klar, man kann nicht alles haben an Saat und so. Das würde den Rahmen sprengen. Aber Kürbis ist auch sowas Typisches eigentlich, so vom Farming-Spielen her. So. Dann auch hier. Moin, einmal rauskommen. So, dann wollen wir es mal. So, dann haben wir dich auch schon mal erwischt. So. Zack. Zack. Das ist ein Aubergine hier. Aubergine. So. Ne, die sind noch nicht reif hier oben. Die sind so gelbe Schoten, ne, wenn die reif sind. Was ist eigentlich mit den Karotten hier? Wachsen die eigentlich auch mal?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die seit 3 Tagen sich nicht kein bisschen verändert haben. So. Zack. Zack. Ach ja, ach ja. So. Ja, auch nochmal. Flup, 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 flup. Dim, 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 dim. So. Alles einsacken hier. Ich weiß gar nicht, über welche Themen ich mit euch reden soll. Wenn mir jetzt gerade so spontan ein. Kann aber nur daran liegen, dass ich noch ein bisschen müde bin. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Also 8 Uhr morgens. Oh, das letzte Ei ist auch groß geworden. Sehr schön. Ich war heute mal wieder um 6:30 wach. War ein bisschen verwundert gewesen, weil ich war gestern, glaube ich, um 12:30 im Bett. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich nachmittags auch ziemlich geschlummert habe. Also wirklich. Ich hätte abends sogar noch weiter schlafen können. So müde war ich im Grunde. Aber ich denke mal, das hat wohl einfach zu meinem Schlafkontingent dazugezählt. Für die Nacht. Zack. Dann gießt er, dann muss ich eingluckern hier. So. Das ist wieder Wolle. Also das ist nur ein bisschen zu wenig zum Abdingsen, ne? Ja, dachte ich mir. Ja, wie ich schon gedacht habe. Mal sehen, ob man das visuell sieht, wann diese Kühe erwachsen sind. Mal sehen, mal sehen. Bam, 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 badada. So, Popuri. Moin. Hier ist ein Apfel. So. Weiter geht's. Dix ist leider nicht bei Ihnen, also Jennifer. Vielleicht ist sie ja hier im Waldstück wieder. Da ist sie. Tatsächlich. Jennifer. Bitteschön. So, dann weiter zu Ran. Ran. Moin. Hi, Ran. Auch für dich. Bitte. Dum, 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 da, da, da. Ach, guck mal, dich vergesse ich immer mit den Geschenken, ne? So. Ups. Unser Kumpel Cliff hier. Der Cliffhanger. So. Hi, Marie. Guck mal hier. Bitteschön. Ciao. Kurz vorbeischauen. Schreinriches Geschenk in den Kopf schmeißen wieder raus. Hat auch was. Moin. Bitteschön. Karen auch mal so ein Blümchen schenken. Warum nicht, ne? So, moin. Nächste Dame, bitteschön. So, Anna. Wer war Anna nochmal? Anna war, glaube ich, Karens Mutter, ne? Ich guck mal kurz. Du bist Anna, ne? Du bist Sandra. Bist du Anna? Du bist Anna. Okay, die Mutter von Marie und Frau von Dingsbums, von Basel. Okay. Achso, ich wollte auch in den Laden rein. Wegen der Saat. Ich will mal ganz kurz gucken, wegen der Saat. Hi. Ball, Frischbi. Ich habe bis heute noch keinen Hund, ne? Fällt mir gerade mal ein. Ich habe bis heute noch kein einziges Haustier. Kohlsamen, Ananassamen. Nö, auch er verkauft keine Kürbissaat. Ich bin echt überrascht, muss ich sagen.
Bloß, was man eigentlich normalerweise kennt, so ein Farmspiel, den typischen Kürbis, den gibt's hier nicht. Das, stattdessen haben wir irgendwelche Schamschwurzeln. Schockierend. So, moin. Moin, toll, gut. Ich finde das immer toll, wenn du mit Leuten irgendwie redest, telefonierst oder sonst was. Und du dann so sagst so moin. Und die sagen gleich immer so, oh, kommt zu dir aus dem Norden, wa? So, ich habe mit euch allen geknüllt. Ich habe euch alle gedingsbumst. Gedingsbumst hört sich so falsch an. Ah. Er reagiert. Ich ging ja davon aus, dass irgendwie das Pferd kommt, wenn ich pfeife. Das Pferd ist so unglaublich nutzlos, ey. Sorry, aber ist halt Tatsache. So, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Ich werde jetzt erstmal, ich glaube, wohl noch ein Ründchen frühstücken, bevor ich hier noch weitermache. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffen wir, dass wir an der Rand kommt, aber die hat ja so mal ihren Klatschkreis da auf dem Markt, deswegen sollte das schon gehen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Cheerio.